Temo Hall. Ich versuche mal meine Finger still zu halten. Ich merke das, wenn ich mein Video selber angucke, dass ich oft klicke. Es tut mir leid, falls es doch mal so sein sollte wegen den Ringen. Ich versuche jetzt einfach mal meine Finger ruhig zu halten. Es ist wieder Temo-Zeit, China-Zeit, wie man so schön bemängelt. Ja, habe wieder meine nächste Temo-Hall-Bestellung bekommen, also meine Temo-Bestellung, und ja, ist auch so ein bisschen größer. Ein paar Sachen kamen gesondert, aber sind auch nur zwei Teile. Dazu fehlt aber was, das sage ich euch gleich. Und vorab möchte ich euch gerne einmal diese kleinen Sticker, die hatte ich euch ja letztens schon gezeigt, und da war der Wunsch, dass ich die doch hätte zeigen sollen. Da habe ich versprochen, dass ich im nächsten Temo Haul die zeige. Das machen wir jetzt von vorne rein erstmal. Also das sind so richtig winzige, aber dennoch niedliche. So, ich habe die ja jetzt schon sortiert, damit die... So, ich halte immer eins hoch. Ich glaube... Oh ja, weißer Hintergrund ist blöd. Ich mache mal das alte Handy, weil da wollte ich euch nämlich gleich dann auch was mit zeigen. Ich zeige das mal auf dem Dunklen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist Nummer 1. Also das ist zweimal drin. Dann haben wir hier so was niedlich Rosanes. Ich mache mal die Rosanen untereinander. Vielleicht kann man ja so zwei Stück oder so zusammen machen. So, und einmal mit den Luftballons. Genau, dann machen wir die so. Dann habt ihr ein bisschen mehr. So, oder quer lieber. Man die auch gut erkennen kann. So, das sind die. Also ich finde die ja trotzdem süß, auch wenn sie so klein sind. So, das waren einmal die. Dann haben wir auf einer Wolke. Ich halte das schon mal so hoch. Dann könnt ihr schon mal gucken. Das. Und dann mit einem kleinen Windvogel oder Drachen, wie man so schön sagt. Da hängt ein Fussel. Die. Dann haben wir Mama oder Papa mit Kind. Und hier, das sieht eher nach Mama aus. Dann nochmal so ein Kreis. Mama und Papa. Dann haben wir mit Möhrchen. Also ich finde die zuckersüß. Auch jetzt so zu Ostern, wenn man da was macht. Hier ist jetzt nur ein Kranz, da kann man den mittleren Kranz raus tun und dann ist das innen drin hohl. Habe ich jetzt natürlich nicht ausgestanzt. Genau dasselbe kann man hierbei machen bei diesem Kranz. Und auch bei diesem Kranz. Und zu guter Letzt, davon gibt es allerdings nur einen, warum auch immer. Das ist dann der. So, das sind die kleinen Mini-Sticker, die ich euch ja vorenthalten hatte. Aber wie gesagt, euer Wunsch ist mir Befehl. Deshalb zeige ich euch die. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir wieder niedliche Ohrringe bestellt. Natürlich, wie soll es anders sein? Mit Pfötchen. Und was ich sehr schön daran finde, wie die aufgehen. Ich mag das nicht, wenn man die so durch... wurschteln muss in so einem Kreis. Upsala, ich zeige euch mal, was ich meine. Erstmal zeige ich euch das Pfötchen. Finde ich süß. Habe ich einmal in Blau, also zeige ich euch jetzt nur so. Habe ich einmal in Blau, in Rosa und in normalem Weiß. So, und der geht so auf. Und das finde ich toll. So, und dann rastet der so ein bisschen ein. Also da braucht man nicht hier so reinschieben. Gerade bei so einem kleinen ist das so und dann. Mal gucken, wie lange er drinne bleibt, aber ich wechsle ja sowieso fast jeden Tag und müssen die nicht allzu lange da
in meinem Ohr verweilen. Also wie gesagt, in Blau, in Rosa und in Weiß. Und dann habe ich mir hier einmal solche, wie heißen sie, Embossing-Folder bestellt. Die wollte ich gerne für mein neues Projekt, meine Karten mit Blumen. Da möchte ich einmal stempeln und einmal so und dann mit Farbe oder embossen. Fand ich richtig, richtig schön. Dann habe ich einmal dieses niedliche Teil. Das ist jetzt eher was für Weihnachten. Aber fand ich richtig niedlich. Mit so Reh. Wie gesagt, ist eher was für Weihnachten. Das ist ja, denn man nimmt die Hälfte. Dann würde das ja auch jetzt passen. Und zu guter Letzt noch diese hier. Die finde ich auch richtig schön. Das ist so, erinnert mich so an die 70er Jahre, an Tapeten und die Möbel. Und das ist, ja, könnt ihr gut sehen, ne? Ja, so ist besser. Finde ich richtig schön, wenn man das dann einfärbt oder so. Gefällt mir gut. So, das durfte. Dann habe ich mir für die Küche, ich hatte so ein Teil schon mal. Ist ja, wenn man Schwierigkeiten hat, mit so Gläser aufzumachen. Ich habe zwar so ein Metallteil, aber das finde ich schon manchmal, wenn das zu groß ist, kommt man mit dem Metallteil nicht. Und hier kann man doch ein bisschen biegen. Und mein letzter ist mir hier kaputt gerissen, aber hat auch eine Weile gehalten. Deshalb durfte der jetzt mal neu mit in meinen Warenkorb. Dann habe ich mir natürlich, dann habe ich mir einmal hier solche Karten bestellt. Sorry, wenn es raschelt. Jetzt wird der eine wieder sagen, Papiermüll. Ich entsorge meinen Müll aber richtig. Ja, da nutzt ja nichts, wenn ein Papier in ein anderes ist und das wird einfach in der Weltgeschichte rumgeschmissen. So, das sind dann solche Haken. Die kann man, wie geht die denn auf? Ich muss mal einmal schauen. Ich sehe hier gerade keinen Anfang. Da. So. Die sind dann selbstklebend. Also da kann man jetzt nichts Schweres drauf aufhängen. Aber der dreht sich. Der geht also so. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt was Leichtes zum Aufhängen hat, so österlich oder so, dann kann man den gut, ich sag mal, unter die Decke oder sonst wohin hängen. Relativ groß. Habe ich jetzt nicht so groß erwartet. Aber wir sehen groß. So, das wir wieder hier rein. So. So, dann habe ich mir einmal wieder ein T-Shirt mit Pfotendruck bestellt. Ich liebe die, wie gesagt, das fühlt sich alles echt richtig, richtig toll an. So, da brauche ich kein Markenshirt oder so. Also ich finde das, also besser geht nicht. Das war jetzt mit so einer bunten Pfote. Faith, Hope, Love. Ist auch immer so schön salopp. Gefällt mir gut. Dann habe ich mir eine Tasche bestellt. Und zwar eine etwas kleinere. Wenn man mal so auf den Trödel oder einfach nur abends was essen gehen möchte. Und das gefällt mir gut, weil die hat halt hier, ich mag das immer gerne, wenn mein Portemonnaie bei mir vorne ist. Und so hat man die Hände frei. Kann den vorne und dann ist der vorne rum, natürlich mit meinen Initialen, gefällt mir gut. Dann habe ich die in eine Nummer größer, so wie ich diesen Rucksack hatte mit den Pfoten, habe ich mir jetzt noch mal mit meinen also meinen Vornamen Buchstaben, gefällt mir auch gut, genau dasselbe Prinzip, nur etwas größer, halt für die Arbeit, dass man da ja schon mal was zu essen mitnimmt. Dann habe ich mir doch, ich habe meinen alten, also ich mache den jetzt nicht nochmal auf, aber ihr seht schon an der Farbe, dass das nicht so extrem orange ist. Die Deckchen ja, aber der Rest hier, der eine Colli, ich habe die jetzt verglichen zusammen und jetzt den behalte ich und den anderen tausche ich wieder um. Das war mir doch ein bisschen zu heftig orange. So, dann habe ich bestellt, hier, das zeige ich euch jetzt einmal so und dann zeige ich euch das auf dem Foto, weil so könnt ihr euch da nichts drunter vorstellen. Das ist eine Solarlampen.
Und die sehen so aus in warm weiß oder man kann auch bunt haben. Das sind dann ein Fünfer-Set und die fand ich ganz nett. So auf dem Balkon, finde ich toll. Ja, das durfte auch mit. Dann habe ich mir einen Mini-Drucker bestellt. Der ist allerdings irgendwie noch nicht eingetroffen, obwohl alle anderen Sachen schon da sind. Und da habe ich mir natürlich dann Ersatzrollen zugestellt und einmal so eine Tasche, damit der da geschützt drin ist. Schau mal, wie der ist. Ist noch irgendwie unterwegs? Ja, das durfte auch mit. Dann hat Timothy sich für den Sommer schöne Schlepptes, wenn man schön barfuß läuft. Also ich muss immer Schlepptes anhaben. So ganz barfuß ist jetzt nicht mein Ding. Da habe ich mir einmal diese hübschen Schlappen bestellt. Ich zeige sie euch mal. Ich hole mal einen raus. So, der sieht so aus. Richtig schön, ganz weich hier drin. Also wenn man da im Sommer barfuß, wenn natürlich nicht so heiß ist, dann schwitzt man wahrscheinlich. Fand ich richtig, richtig toll. Ja, hätte eine Nummer größer sein können, also ist genau dran, aber meistens dehnt sich das ja irgendwie noch ein bisschen, verlaufen die sich ja. Da habe ich einmal dieses Paar hier bestellt und ein ganz niedliches Paar. Für alle Kuhfans, also ja, ich liebe sowieso alle Tiere, aber die gab es jetzt in Hasen und in Kuh. Und ich habe jetzt erstmal, will nicht mehr aufgehen. Ich habe ihn jetzt erstmal in Kuh bestellt. Der ist jetzt von innen nicht so fällig, aber dennoch kein Kunststoff. Und die haben noch schwächere Sohle, also die gefallen mir richtig gut. Genau dasselbe hätte ein bisschen größer sein können, aber wie gesagt, dehnt sich wahrscheinlich noch. Aber hier dieses Anti-Rutsch gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt da nicht so extrem gegeben, aber hier also richtig süß. Ja, so meine Lieben, das war mal wieder eine China-Bestellung. Ich warte noch auf Sachen, werde aber morgen wahrscheinlich noch mal zum Action fahren, weil ich noch so einiges brauche. Werde ich euch natürlich dann auch zeigen, was ich bekommen habe. Ich hoffe vielleicht auch die Häuschen, auch wenn sie nicht mehr im Angebot sind. Und ja, und wenn meine Leisten von Kick kommen, zeige ich euch die auch gerne. Mal gucken, wie die aussehen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Für den einen oder anderen war vielleicht wieder was dabei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Lieben. Bleibt gesund, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.